zusammen. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Potternander auf unserem Sonntagsspaziergang in der Elfringhauser Schweiz. Wir sind hier am Bergerhof. Der Tippelbuddy ist bei mir und wir haben schon wieder eine böse Vorahnung, denn ich glaube, die Runde sind wir schon mal gelaufen. Und natürlich gehen wir wieder total in die Vollen. Geregnet hat es schon, Bergwertung kommt, es wird die absolute Madness. Also auf geht's. So absolute Weisheit hier, Natur pur in der Elfringhauser Schweiz. Also definitiv hier schon Herbststimmung in der Elfringhauser Schweiz. Ob es jetzt Spätsommer ist oder Frühherbst, da kannst du drüber streiten. Auf jeden Fall sind ja wieder viele Wanderer unterwegs, aber richtig Spaß. Tolle Stimmung im Ruhrpott-Allgäu, das ist ja wirklich traumhaft, auch für die Seele, herrlich. Ja, natürlich gute alte Bekannte. Der Neanderlandsteig, wir können einfach nicht ohne. Ja, und A2, A3, die ganzen altbekannten Freunde sind auch schon hier. Ich weiß nicht, irgendeine Veranstaltung muss hier heute sein. Hier ist richtig was los. So, da haben wir sie alle wieder beisammen. Herrlich. So, mittlerweile haben wir auch geklärt, was hier für eine Veranstaltung ist. Natürlich habe ich mir schon beinahe gedacht an den Shirt, der Mammutmarsch. Ja, da waren schon welche 85 Kilometer unterwegs seit gestern um 1 Uhr. Müssen noch 15 bis nach Wuppertal, da bin ich ja raus. Hier ist Genusswandern am Start, wir genießen die Idylle hier in der Elfi-Schweiz und dann ist mal wieder herrlich. So, und natürlich der Track, Martin, der ist uns hier nicht unbekannt, ne? Ja. Schon vom letzten, ist so ziemlich genau ein Jahr her, ein bisschen mehr, wo wir jetzt zum ersten Mal unterwegs waren. So, und jetzt laufen wir, sag ich mal, in etwa in umgekehrter Richtung. Da tut dem Ganzen aber gar kein Abbruch, ganz im Gegenteil, das ist ja wirklich echt eine absolut idyllische Wanderregion. Jawohl. Oh, Jemine. Da ist er endlich, die Bergwertung. Das hat jetzt auch ein bisschen länger auf sich warten lassen. Kam dann aber auch richtig knackig. Wie der Martin schon gerade sagte, lieber 3 Tage vorher entschlacken als auf dem Weg, ne? Boah. So, von da unten sind wir gekommen. Dann haben wir uns hier also erstmal hochgeschraubt. Ah ja, für Panorama, was tut man nicht alles. Marmelade, Konfitüre, herrlich. Was gibt's denn Leckeres? Apfel- und Wassermelone. Lecker, ganz frisch. Ja, allerdings. Hier, guck mal, da kommt er wie gerufen. Ja, Stadt Hattingen. Wir danken der Stadt Hattingen für diese schöne Bank. Pause. So, hier stehen die Weihnachtsbäume, ne? Ja. Herrlich. Ja, ja, und die Pause, die fiel eigentlich überhaupt nicht ins Gewicht. Die haben wir nicht gemacht, kaum aus dem Rucksack abgeladen. Da kamen sofort meine Freunde die Wespen an. Und die können wir ja beide, eigentlich können wir die beide nicht leiden. Man möge es uns nachsehen. Ich vertrage die Viecher nicht so aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Von daher bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Aber so massiv wie jetzt aktuell habe ich die hier den ganzen Sommer noch nicht wahrgenommen. Nun gut, so laufen wir denn weiter. 2 Stunden sind auf der Uhr. Gemütliche 7 Kilometer haben wir. Ein bisschen geht noch. Ja, herrlich. Wir sind eine ganze Zeit lang jetzt auf Asphalt gelaufen. Das ist vielleicht nicht ganz so komfortabel. Trotzdem hat uns unser Weg hier zum Nüferhof geführt. Und hier gibt es auch wieder einen wunderbaren kleinen Hofladen. Und zwar wild aus der Region. Herrlich. Auch noch zur da ist die Wespe schon wieder, herrlich. Auch noch zur Selbstbedienung. Kasse ist da.
Das finde ich immer schön hier gerade in der Region. Ne? Ja, schon mal hier. Was gibt es denn? Wildgriller. Ja, krass. Nicht erkennen, da würde ich auch nicht rausholen wegen Hygiene. Aber ordentlich gekühlt. Aber Bratwurst schon mal haben wir da. Geil. Sieht gut aus. Cool. Jetzt haben wir doch noch die Hühnertore gefunden. Wie gesagt, pass mal auf. Ah, oh, ich häng fest. Ah, Stacheldraht. Ah, wo lang? Ah, hier. Hua. Wunderbar. So. Jetzt haben wir doch noch auf dem Baumstumpf gesessen, 1,5 Kilometer vom Ziel, aber ja, so ist der Rucksack wenigstens ein bisschen leichter geworden. Ne? Ah, herrlich. Aber wenn wir ein bisschen weiter gelaufen wären, ne, hier sind auch keine Sitzmöglichkeiten, egal. Herrlich, Pause machen können wir wieder, wenn wir zu Hause sind. Aha. So gut. Ich nehme jetzt mal den offiziellen Weg. So. Aber man hätte ja auch einfach jetzt hier so, ne? Auch schön. Ah, finale Bergwertung. Ah, so. Eigentlich sollte ja jede Tour nochmal mit so einem richtigen Wanderhighlight enden, ne? Boah. Haben wir jetzt ja. Dickes Ei, sagt der Martin. Huch! Ja, so, das wäre genau mein Frühstücksei. So, nach knapp 10 Kilometern haben wir den Bergerhof wieder erreicht. Wir haben mittlerweile 15 Uhr. Hier ist richtig Halligalli Highlife, das ganze Ruhrgebiet. Ja, und Grillgut, ne? Das ganze Ruhrgebiet ist draußen, das kann man auch überhaupt nicht verdenken. Ja, und der Bergerhof ist selbstverständlich auch ein wunderbares Ausflugsziel. Dann merkt man, hier ist also tüchtig was los. So. Und wir haben auch 3, 4 auch sehr schöne, knackige Steigungen mitgemacht, wie immer. Es war uns ein Fest. Kommt das nächste Mal auch wieder mit, wenn wir unterwegs sind. Heute von der Elfringhauser Schweiz. Bis bald, habt eine schöne Woche. Euer Strömi vom Potternander und der Tippelbuddy. Ciao!